Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crash Katzen zusammen mit Miri, Baloui und einer Katze. Hallo, Baloui. Miri ist gerade Gassi, ich bin am Blumengießen und Baloui regt sich auf. Unfähig. Ja, sag mir, unfähig, wie ich die Säge ans Laufen kriege. Das ist eine gute Frage, das weiß ich selber gerade gar nicht. Das ist einfach nicht fair. Ich hätte jetzt mal behauptet, dass das Better with Mods mit Gears funktioniert. Ja, ja, das Problem ist aber, ich muss ja irgendwie diese Säge ans Laufen kriegen. Die braucht... Die braucht? Keine Ahnung, ich glaube, die braucht Strom. Strom. Nee, die arbeitet doch nur mit diesen scheiß Zahnrädern und so. Warum wäre jetzt nicht das Problem? Ich versuche sie mal hinten auf die Stromleitung zu stellen. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ich glaube aber nicht, dass das ist wahrscheinlich Better with Mods, wahrscheinlich ein eigenes, unabhängiges Ding. Aber wir werden sehen. Das werden wir. Kann sie nicht mal da draufstellen. Lassen sie auf jeden Fall nicht verbinden. Damit. Oh, ich habe einen Skull gefunden, einen Wither Skull. Mist! Das ist sehr gut. Wie Mist, Entschuldigung. Ja, hör nicht auf ihn. Ich werf ihn wieder weg. Ich werf ihn wieder weg. Nein, wenn Baloui jetzt so böse ist. Nein, das ist super. Ich habe nicht gegen dich Mist gesagt. Wenn Baloui jetzt so böse ist, werfe ich ihn lieber wieder weg. Oder ich setze ihn in meinen Garten. Das ist eine gute Idee. Das ist eine super Idee. Gefunden ja. Hast du ihn trotzdem, damit ist die Quest schon beendet. Also Pech gehabt. Du kannst damit kein Statement mehr raushauen. Und wo bin ich gekommen? Oh, Lex. Lauli hat die Leckgeschmützel wieder angebuddelt. Ich will ja nur wissen, wie diese blöde Säge funktioniert. Welche Säge? Die sind echter Sägen. Da. Okay. Also mit einer Handcrank geht es auf jeden Fall schon mal nicht. Fies, 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 fies. Mist, okay. Das ist aber ein Problem. Das ist ein Problem, Katze, weißt du? Weil ich nicht weiß, wie die Säge funktioniert. Saw will chop wood into planks and many other things. Ja, wow, die Hilfe dazu ist echt der Wahnsinn. Ja. Milling. Mill will crush items down. Ja, hab ich auch schon. Weiß ich auch schon. Dankeschön. Aber was nützt mir denn das, wenn ich nicht weiß, wie ich diese blöde Säge betreibe? Kannst du dir die Säge mal von allen Seiten angucken, ob die vielleicht irgendwas hat, na, wo hat eine Crank ja reinkommt oder so? Das ist ja das Problem. Das ist ja das. Ich verstehe es halt ja auch noch nicht so ganz, warum das nicht funktioniert. Irgendwie muss man doch Strom erzeugen mit der Mod, oder nicht? Da, eine Vertical Windmill. Ja, aber dafür brauchst du da brauchst du die Excel für und da brauchst du ohne Ende von dem Hanfzeug. Das geht da nicht. Es geht nicht und ich brauche jetzt dringend einen filtert Hopper. Das funktioniert einfach nicht. Aber dafür müsste ich Holz klein sägen und die Säge geht nicht. Oh Mann, ist das ein Teufelskreis. Hi, Blauli. Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es manchmal einfach nicht. Windmill. Ah, manchmal hat man doch nicht gesehen, Fies. Der hat gar nichts gedroppt, Fies. Windmill Sails. Ja, dafür brauche ich Hemp. Hemp-Clothes. Dafür brauche ich viel zu viel Hemp. Oh, hier war ich schon. Ja, aber Hemp ist ja jetzt nicht das Problem. Natürlich, es geht ja nur in dem Millstone. Der Millstone, da musst du ja stundenlang drauf drücken und dann leckt wieder die Sau. Kannst du nicht an... Okay, jetzt ist Ende. Du blöder Wichser, Alter. Ich? Oder Baloui? Ich glaube nicht ich. Alter, er zerschießt mir hier mein Feld und macht die Dinger kaputt und schießt hier aufs... Warum ist denn... Wo kommt denn die Spinnwebe her, ihr Assis? Wer von euch hat da die Spinnwebe gesetzt, in der ich jetzt stehe? Hä? Ja, keiner von uns. Ich rede mit den Slimes, die um mich herum hüpfen. Der ist tot. Nein, okay, jetzt ist er tot. Wer hat mich mein Schwert droppen lassen?
Das ist nicht ganz so geil, ehrlich gesagt. Dankeschön. Tja. Herzlichen Glückwunsch, unser stärkster Samen ist noch da, okay. Faszinierend, ey. Tut mir leid, Leute, aber ich muss jetzt einfach ein bisschen laggen lassen. So dumm das auch ist, aber es geht nicht anders. Ja, die Hälfte meiner Seeds sind weg. Was? Wieso? Naja, die liegen hier noch ein Teil. Reparier das doch da, also schütz das doch da oben einfach mal ein bisschen. Och, Blauli, schütz ja, das doch mal ein mach doch eine Mauer. Frag doch mal Miri, ob sie dir eine Mauer baut. Eine Mauer. Nein, ich will hier keine Mauer. Oh, ich bin zu müde, um den Hebel umzulegen, Alter. Meine Herren. Blauli, du wirkst in letzter Zeit so müde. Nein. Kannst du überhaupt nicht. Ich bin Blauli, merk Mauli, ich bin nie müde. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Leck, 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 leck. Was weißt du, das Problem ist, normalerweise hätte das Ding mich gar nicht treffen dürfen, weil hier alles mit Weins zu ist. Ich habe hier eine Mauer aus Weins. Trotzdem hat das Ding irgendwie hier durchgeschossen. Du meinst, Weins halten das eigentlich ab? Ja, hat's danach. Wie danach? Danach, als ich dann jetzt gerade gegen das Viech gekämpft habe, stand ich hinter den Weins und die Weins haben das erstmal abgefangen. Sag mal, weinst du? Jetzt wirst du gleich gehauen. Es tut mir so leid. Ein bisschen zumindest. Manchmal. Hemd mit dem Stick entweder so oder... So. Aber ich habe immer noch nicht gefunden, was ich gesucht habe. Das ist billiger. Das ist ein Hemd weniger. Gibt's nicht mal Kisten? Bin ich nicht auf der richtigen Ebene für Kisten? Aber das reicht doch hinten und vorne nicht. Da kann ich ein Flügelchen mitmachen. Ich weiß nicht, ob die Kisten irgendeine Ebene haben, Miri. Aber ich habe bisher noch keine einzige hier in der ganzen Festung gefunden. Wahr. Ja. Das ist ein bisschen doof. Irgendwas mache ich komplett falsch. Es kann nicht sein, dass Betterbest Mods so komplex ist, dass man stundenlang an einer Handcrank stehen muss. Ehrlich nicht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Es muss doch irgendwie irgendwas geben dafür. Ja, ich habe doch ein paar Samen verloren, leider. Oh nein, was denn? Ja, Stufe 2 Samen. Oh. Das ist doof. Da können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Du hast mal gesagt, es gibt für Better with Mods ein Buch. Könnte sein. Gib mal Better with Mods ins Suchfeld ein und schau mal, ob es da ein Manual gibt. Ja, habe ich schon gemacht. Also es gibt halt 1000 Millionen Blöcke von Better with Mods, leider. Deswegen nicht so einfach. Better with Bots, Better with Mods Manual, The Book of Single, wird gecraftet mit einem Wooden Gear und einem Buch. Wo hast du denn das gefunden? Unter at Better with Mods, beziehungsweise ja. Better und danach einfach Manual. Ach da, dankeschön. Bitteschön. Nein, das Buch hatte Miri mir schon mal in die Hand gedrückt. Nein, das lag hier irgendwo. Nein, habe ich das wie despawnen lassen. Oh nein. War hier links irgendwo damals. Da, hier ist es drin. Hier ist es, hier ist es, hier ist es. Ich habe gefunden. Achtung. Achtung, Achtung. Jetzt. Ach, ein Glück. Na, Geschichte. So, Better with Mods. Mods add many new items. Ja, danke schön. Das Stony Crashkurs haben. Und wo bin ich gekommen? Wenn ich das jetzt noch wüsste, das wäre super. Weiß ich aber nicht.
Gäste. Ach, danke schön. Der Tipp, um schneller das scheiße Hanf zu kriegen, ist: Bau mehr Millstones in Handcrakes. Hat dir das jetzt weitergeholfen auf einer Skala von 1 bis 10? Auf einer Skala von 1 bis 9. Wie hilfreich war dieser Tipp? Ich könnte heulen, ne? So hilfreich. Und diese Windmühle braucht so dermaßen viel Platz. 13 mal 13. Aber wir brauchen es, sonst kommen wir nicht weiter. Was soll denn das? Ich denke, ich möchte nicht mehr. I think I hate my life. Wow. Ich will nicht ganz wieder Handcrakes bauen und den Kacken machen. Doch, ganz viele. Das ist so blöd. Ganz viele. Vor allem ist es halt dämlich, weil die Handcrakes immer dein Ding verbrauchen. Mein Essen, ja. Ja, bedeutet, du kannst das nicht einfach tausendfach spammen. Ja, limitiert an dein Essen. Du musst also alle 2 Minuten wieder essen. Super. Ja, das ist gerade ein bisschen problematisch, würde ich sagen. Aber man muss es machen, damit man die Windmühle kriegt, sonst kommst du nicht weiter. Dumm ist das, aber es gibt ja gar keine Alternative. Alternativlos, sagst du? Ja, sonst kommen wir halt nicht weiter. Also, sonst kriegen wir nie den Igneous Extruder zum Beispiel. Ist das schlecht? Ja. Weil wir können kein Enderium, oder kann ich, habe ich jetzt, bin ich jetzt bei Enderium wirklich in eine Falle gelaufen, ich hätte das anders machen können. Wir schauen das nochmal schnell durch. Na, egal was ich mache, ich brauche immer dieses blöde. Oh nein, ich kann ein Arc Furnace noch bauen. Den Arc Furnace haben wir schon. Oder meinst du den von Thermal von Immersive Engineering? Von Immersive. Glasses. Ja, aber das ist die einzige Alternative, die ich habe. Bist ein Vollidiot. Das ist eine Multiblock-Structure, die so viel Stahl braucht, dass du dafür 7 Jahre Eisen farmen darfst und du 14 Folgen brauchst. Das ist doch okay. Arc Furnace haben wir schon 1000 Mal gehabt. Ja, dann muss ich also mit Scheiß, dann muss ich mit dieser Drecksmod arbeiten und jetzt hier Handcrakes bauen. Wo ist überhaupt mein OBS? Ist das noch an? Läuft das noch? Ja. Oh nein, nimmst du schon wieder nicht auf. Muss ich dich schlagen. Alles gut. Das heißt, du zwingst mich dazu, jetzt mich zu quälen, indem ich mich mit Beta-Mods beschäftige, oder was? Oh, oh nein. Ist dir das vielleicht ein bisschen lieber, als dass du jetzt 15 Folgen an Stahl sitzt, damit du einen Ofen machen kannst, der so viel Strom frisst, der übrigens zum Betreiben noch einen zusätzlich weitere Multi-Structures braucht? Du brauchst nämlich noch einen Squeezer vorher und du brauchst noch einen Crusher. Ich bitte dich. Ja, dann halt bauen wir uns jetzt ganz viele Millstones und ganz viele Handcranks für die Sicherheit. Da kann ich nachher so wie gut trainierte Soldaten alle gleichzeitig vor die Handcranks stehen und dann alle so, uah! Alle drauf. Das hört sich nach 1, 2, 3, drückt! Das hört sich nach einer witzigen Folge für die Zuschauer an. Ja, definitiv, so alle gleichzeitig dran. So im Armee-Drill alle 20 Sekunden drücken. Und anlegen, essen! Stone, es braucht Clean Stone. Aber Katz hat ja bestimmt alles, was ich in den Ofen getan habe, drin gelassen. Wie immer. Oder er hat mir bestimmt gesagt, wo er es hingetan hat. T drücken. Müsste noch irgendwo was sein. Ich habe nicht alles bei mir im Inventar, aber das, was ich bei mir im Inventar habe, brauche ich auch. Wir haben irgendwie an 3 verschiedenen Orten. Wenn wir ja in den Kisten alles ein bisschen zusammen hätten, ne? Ja, Baloui. War deine Aufgabe, dieses Projekt. Nicht immer suchen, wo alles ist. Das war in diesem Projekt deine Aufgabe, das zu erledigen. Nein. Doch, du hast gesagt, ja, hättet ihr das ordentlich gewertschätzt, was ich da gemacht hätte? Nee. So
So läuft das nicht. Nee, 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 ich geb dir gleich. Nee, nee, nee. Niemand wertschätzt das, was man mit den Kisten macht. Du wolltest es freiwillig machen, also musst du die Arbeit auch tun. Nee, wollte ich nicht. Nein, nein. Doch. Nein, nein. Denke schon. Doch, doch. Nein, nein. Miri, nein, nein. Miri, doch, doch. Miri, nein, nein. Jetzt fehlt der Cobblestone für. Haben wir noch hier was? Ein bisschen? Ja. Hallo. Danke. Hallo. Ich bin gern geholfen. Wo ist eigentlich unser Cobblestone Generator? Wo ich den hin? Wenn du Blaulie hast, brauchst du keine Feinde mehr. Warum? Das ist dein Workflow direkt im Arsch. Ja, yeah. Willst du mich verarschen? Bist du hier nicht der Einzige, der das Raumschiff benutzt, oder? Bald bin ich's. Warum wirfst du uns raus? Nee. Nur mich, keine Sorge. Aber da mache ich einfach einen Smeltery-Controller neben die Tür und die muss er jedes Mal abbauen. Der wird aber automatisch wieder neu gesetzt. Das hört sich gemein an. Das klingt nach keinem guten Plan, wenn ich ehrlich bin. Och, diese beschissenen Millstones müssen ja freistehend sein. Ehrlich, ich gehe damit jetzt raus. Im Raumschiff ist kein Platz mehr für uns beide. Für uns beide. Da war doch der Mod in mich. Für uns beide, oder? Gibt es einen bestimmten Grund, warum ich das hier jetzt erst sehe? Was denn? Würde mich auch interessieren. Was hat Katze gesehen? Miri? Was? Gehst du mal bitte, bist du gerade Gassi? Ja, warum? Mach mir bitte deine Minimap auf. Und mach dir einen Waypoint bei folgenden Koordinaten. Wie mache ich denn das? Du klickst auf dem Waypoint-Symbol und dann kannst du da auswählen, wo. Genau, New. Okay. Geh mal bitte zu 1159. Was? X 1159. 1159. Y 73. Aha. Und Z minus 186. Okay. Geh da mal hin und sag uns, was da ist. Was ist da? Warum? Ich hab keine Ahnung. Wo ist der Punkt? Weiß es nicht. Der ist voll weit weg. Ich sehe den nicht mal auf meiner Karte. Ja, ich komme erst beim Raumschiff vorbei. Das ist auf dem Weg und pack mein Zeug ein. Und gebe euch das Zeug, das ich gefunden habe. Und dann kann ich da hingehen. Ja. Weil ich bin momentan auf der anderen Seite. Gut. Was immer auch Katze davor hat, ich kann da nichts für. Glaube schon. Nee, nee. So. Jetzt bringen wir gleich mal den Server zum Absturz durch Mastlex. Oh, das kann sehr gut passieren. Was noch passieren kann, dass ihr Leute bei den anderen vorbeischaut, denn das war's von der heutigen Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Massenmills von Baloui. Interessante Wahl, sich tausendfache Mills irgendwo hinzustellen. Interessant. Ich bin zu Hause. Was hat es mit den Koordinaten auf sich, werden wir in einer der nächsten Folgen erfahren. Schaut gerne bei Miri und Baloui, wie gesagt, vorbei. Jo, wir sehen uns, macht's gut und bis dahin erstmal ciao. Bleibt schön feurig. Tschüss.